Was ist denn jetzt in Hollow Bastion schon wieder aus den Fugen geraten, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 2 Final Mix 2.5 HD Remix. Im letzten Part haben wir das geweihte Land abgeschlossen. Jetzt sind wir mit allen regulären Welten eigentlich soweit wieder fertig. Außer die da hinten links. Oh Mann. Und Hollow Bastion hat eine neue Episode hinzugefügt bekommen. Die Wahrscheinlichkeit liegt nahe, dass es sich dabei wieder um Tron handeln könnte. Deswegen gehen wir doch einfach mal hin. Moment mal. Dachte, hier wäre alles unter Kontrolle. Schick mal. Wieder die Organisation 13? Wir sollten mit Leon sprechen. Irgendwie sieht das Abwehrsystem etwas seltsam jetzt aus. So rötlich war es vorher nicht blau. Naja, egal. Oh, da ist Cloud, Mann, die alte Wolke. Was geht? Was aus dieser Welt wird, interessiert mich nicht. Außerdem solltet ihr und die anderen in der Lage sein, hier klarzukommen. Ach so, das heißt, du hast vor, wieder wegzugehen von hier? Okay. Hoffentlich bleibst du noch lange, Kumpel. So, was haben wir denn hier? Hab ich schon. Ja. Hab ich alles schon. Du interessierst mich dann wohl nicht. Das hab ich. Kriegt ihr überhaupt was Neues ins Sortiment? Schlecht, meine Damen und Herren. Schlecht. Kriegt ihr hier gar nichts Neues? So eine Lusche, oh Mann. Dagobert Duck. Ich werd verrückt. Das ist es. Ich habe endlich mein Meersalzeis wieder. Können wir mal es probieren? Aber natürlich. Oh, das schmeckt gut. Nom nom nom. So salzig. Und dennoch süß. Na, ist doch einzigartig, oder? Als ich noch ein Junge war, waren alle Kinder ganz verrückt danach. Immer dieses Meersalzeis, jeder liebt es. Dieses Meersalzeis ist gut, nicht wahr? Aber jetzt ist keine Zeit zum Eisessen. Helft bitte Leon und den anderen, aber erwartet keine Belohnung dafür. Ja, von dir sowieso nichts. Ein riesiger Kühlschrank. Oh je. Und hast du was Neues? Wusst ich's doch. High Potion kaufen? Hello Potion. So, wir haben die ganzen High Potions verschwendet, die meine Freundin gefarmt hat, ey. Wir sind schon gemeine Stümpel. So, Mann. Mock. Immer noch nichts. Nichts. Nö, nö. Vor allem, wir können einen Mithril-Splitter herstellen. Voll bescheuert. Wir können ein Schmiedematerial mit Schmiedematerialien herstellen. Ist das nicht cool? Okay, gehen wir zu Leon und den Others. Moment mal, die kommen doch aus Trons Welt. Und es spielt sogar die Tron-Musik. Was zur Hölle? Besiege die Herzlosen. Warum sind die Computer Herzlose? Warum? Wisst ihr was? Wartet mal. Genau, erstmal die Limitform. Feuerwerk! Tschu, 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 tschu. Ja, Mann. Gib ihn! Gib ihn den Raketenregen! Und jetzt Kaskade! So, und jetzt Meisterform. Wie ist es die Antiform? Ja, Mann. Alter, was? Das war's schon toll. Ich dachte, da kommt mehr. Magic. Herein, herein. Einen Augenblick mal. Was ist denn hier passiert? Sahen diese Herzlosen nicht aus wie die aus Tronswelt? Na los, kommt erstmal rein. Immer dieser Stress. Beeil dich, Sid. Nicht zu drängeln. Wie lange denn noch? Beeilung. So. Was ist denn hier los? Ah, das nenne ich gutes Timing. Der MCP verursacht ein totales Chaos innerhalb des Computers. Nicht schon wieder. Das hat uns jedenfalls Leon berichtet.
Er ging rüber zu Anselms Arbeitszimmer, um rauszufinden, was hier eigentlich vor sich geht. Der MCP Daten aus dem System, um Herzlose zu produzieren. Außerdem hat er das Steuersystem der Stadt durcheinander gebracht. Dieser MCP gibt einfach nicht auf, was? Also wurden die ganze Zeit jetzt künstlich Herzlose erschaffen, oder was? Naja gut, alle Herzlose mit dem Emblem sind ja künstliche Herzlose, von daher... Computerprogramme sind eben stur. Wie geht es Tron? Wir können ihn nicht erreichen. Er ist wahrscheinlich auf das Spielraster verfrachtet worden. Und es handelt sich dabei wohl nicht gerade um ein besonders spaßiges Spiel. Oh je. Wir werden zu ihm gehen und nach ihm sehen. Danke, Junge. Wir basteln an einem MCP-Löschprogramm. Und mein Gefühl sagt mir, es ist fast fertig. Dann hoffe ich, dass dich dein Gefühl ausnahmsweise mal nicht trügt. Also wir werden Trons Hilfe benötigen, wenn dieses Löschprogramm fertiggestellt ist. Keine Sorge, wir werden Tron Bescheid geben. Denkt daran, Jungs, wir zählen auf euch. Alles klar, Mann. Oh, ich bin immer noch in der Meisterform. Dieser MCP hat die Verteidigungsvorrichtung der Stadt so eingestellt, dass sie uns angreift. Wir können die Angriffe nicht erwidern. Ihr müsst den Attacken also ausweichen. Oh, na toll. Tut mir leid, aber ich brauche noch etwas mehr Zeit, um das MCP-Löschprogramm fertigzustellen. Geht ihr so lange über den Computerraum zu Tron und helft ihm. Das ist aber schön. Dieser MCP benutzt die Herzlosenfarm hinterm Arbeitszimmer. Er hat auch die Verteidigungsvorrichtung der Stadt übernommen. Es scheint ernst zu werden. Na toll. Du, ich muss die Meisterform noch ein bisschen trainieren. Oh je. Hey, du kleine Nase. Boom. Ey, scheiß Verteidigungsvorrichtung. Ey. Ich greife die Verteidigungsvorrichtung an. Sie war doch mal unser Freund. Hilfe. Hups. Ich muss jetzt das Puzzleteil da oben erreichen. Und das erreiche ich jetzt ganz genau mit dem Teil hier. Die Meisterform ist ja stärker im Doppelsprung. Summon, Abenddämmerung. Und hier kann ich noch ein bisschen leveln. Scheiß Verteidigungsvorrichtung. Alter, zerfetzt, Mann. Zerfetzt. Wow, ausweichen zum Außenhof. Jetzt ist es ein langer Weg bis zum Arbeitszimmer davon. Oh, das ist wirklich voll der lange Weg jetzt. Aber hey, die möchte ich auch noch erreichen. Ah, yes, man. So geil. Ich bin einfach so cool. Du willst mucken? Kleines Auto, ey. Denkst du, wärst es hier? Ey. Hier, du gibst Drive-Kugeln. Los, Mann. Yeah, saftig. Saftige Drive-Kugeln. Oh, yeah. Du. Noch mehr von euch? Klar, Mann. Ey. Jetzt ist aber los hier, Mann. Alter, zerfetzt habe ich sie. Ey. Wer muckt mich an von der Seite? So, zurückverwandelt. Jo, ey, die Tür ist hier jetzt offen. War vor, zu. Cool. Schmoing. Hier noch was? Abilitamin natürlich. Oh, Hallöchen. Bong.
Hör auf, mich zu schlagen. Ich bin sehr sensibel. Aua. Ey. Gib ihm Donald. Gib ihm Donald. Yeah. So, zerfetzt. Und du bist der Nächste, ey. Ich wehr dich ab und greif dich an, du doofe Metallkugel. Tschüss, Mann. So, die Schatztruhe will ich auch noch. Naturally. Mondformel, okay. Eine neue Formel. Immer diese kleinen Scheißer hier. Ey. Warten auf Eden? Na klar, Mann. Ich warte immer auf Eden. Sehr schön. So. Wir gehen weiter zum Seiteneingang. Wir sind fast da. Geht ja schon bald los. Geht ja schon bald los. So. Ach, guck mal, wen wir da haben. Die drei Feenmädchen. Hey, Rico. Hör auf zu singen und hör vernünftig zu. Hm? Ihr? Schätze hier, Schätze da. Das Leben ist so wunderbar. Na, ihr? Okay. Lügner! Hä? Leon hat überhaupt keine Schätze. Und wir haben für euch gekämpft. Donald! Irgendwas musste ich hier noch schaden. Jedenfalls stellt uns das jetzt vor ein großes Problem. Und wie lösen wir das? Was sind wie das bloß für Lügen, dass ihr uns so hintergehen? Sie versprechen uns, wir haben keine Schatzanomie und dann ist das der totale Reinfall. Wir sollten einfach die Sachen wirklich mal sehen, was sie dazu sagen. Okay. Ja, das wird eine gute Idee. Gut, ran an den Fall. Dann nehmen wir uns einfach eure Schätze. Sehen wir aus, als hätten wir welche? Das zeigt sich gleich. Ich bin mal so frei. Aha. So, so. Also, Juni, so wie ich das sehe, haben die... Alles klar, wir haben entschieden. Wir nehmen euch all eure Items weg. Das soll wohl ein Witz sein. Spielverderber. Echt mies von euch. Kein Sinn für Gerechtigkeit. Entschuldigt, dass wir euch reingelegt haben, aber... Vergiss es einfach. Leon hat uns alles erzählt. Er sagt, eure Reise sei ziemlich beschwerlich. Es wäre echt nicht in Ordnung, euch eure Sachen wegzunehmen. Wir unterstützen euch. Hier, von uns für euch. Macht's gut, viel Glück auf eurer Reise. Sehr nett von euch. Okay, was haben sie uns denn gegeben? Klong. Ein neues Schlüsselschwert. Möwenflügel. Besitzt hohe Magiekraft. Verdoppelt die erhaltenen Erfahrungspunkte, wenn dir weniger als die Hälfte deiner HP beim Sieg über einen Gegner verbleiben. Also quasi Erfahrungsboost in Schlüsselschwertform. Ui. Und wenn man das jetzt noch stackt mit dem Ability-Erfahrungsboost, hat man zusammen ein mega krasses Mega-Leveling, meine lieben Freunde. Denn dann haben wir, glaube ich... warte mal, wir haben dann, glaube ich, 400% mehr Erfahrung, weil wenn es jetzt schon die verdoppelt, dann haben wir ja 200% Erfahrung und dann nochmal verdoppelt, haben wir 400% Erfahrung. Würde ich jetzt mal so sagen. 300 oder 400. Ich hoffe, irgendwas in dieser Richtung wird schon sein. Und dann leveln wir wohl extrem schnell. Aber ich glaube, es ist ziemlich schwach allgemein. Es ist wirklich nur für Mega-Leveling, glaube ich, gedacht. Ja, sieht man ja. Also relativ schwach. Aber ich werde es einfach mal... wieder zu Showzwecken zeigen. Und wir haben ja ein, hier einen Accessoire-Punkt mehr. Was packen wir denn da mal hin? Ich habe gar nicht wirklich interessante Sachen. Muss ich halt den Granatring nehmen. Was haben wir denn noch so? Die Mondformel, natürlich. Natürlich. So, wir haben 6 Ability-Points. Irgendwas Interessantes, was wir hier ausrüsten können. Diese Autosachen interessieren mich nicht. Sprint? Ah. Steht in der näheren Auswahl zumindest. Ja, das nehme ich. Das ist schon mal ganz gut. Mit der sich Drive werden der Pillar noch füllt. Achso, ja, vielleicht. Muss ich mir überlegen. Die Dauer, ja. Limit Boost, ja. Erfahrungsboost brauche ich nicht. Charmeur, ne, habe ich einmal. Drive Kovitru. Ne, ne, ne. Ne, ne. Okay, dann nehme ich. Dann nehme ich Drive Boost. Jo. Song. Tada. Ja, und in diese Höhle gehe ich immer noch nicht rein. Da lasse ich mir immer noch ein bisschen Zeit. Schickes Teil. Hui.
Da oben, komme ich da jetzt hin? Das ist die Frage. OMG, Roffel, lol, ich weiß es doch einfach nicht. Oh nein, 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 nein. Yay, Edge toll. Edgy Badgy. Wir sind gleich da. Du, 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 du. Korridore. Hallo? Oh je. Boing. Ey. Die wollen alle mich anscheißen, Mann. Bam. Ey. Mann, über dieses scheiß Verteidigungssystem, ne? Mann. Gib ihm. Ach ja, stimmt ja. Bei Donald kann ich den Raketentanz jetzt auch wieder ausmachen. Was ich auch so gleich machen werde. Donald, Tschüssikowski, du kriegst Charmeur dafür. Nee, kriegst du gar nicht, du kriegst den Feuerboost. So, schon besser. Ja, genau. Gefällt mir. Nehmen wir den schnellsten Weg oder war hier irgendwo ein Puzzleteil noch, was ich jetzt erreichen könnte? Weiß ich nicht. Oh je. Bong. Mann, der kriegt gar keinen Schaden. Er ist zu männlich. Guck ihn ja, Mann. Zack. Und Blitzka. Ey, warte, ich will Blitzka einsetzen. Ich will Blitzka einsetzen. Blitzka. Bam. Bam. So, zerstört. 1240, ey. Weil ich den Erfahrungsboost habe. Wie geil. 1240 EP nur durch diesen einen Gegner gerade erhalten. Wie heftig männlich ist das denn bitte? Da tropft Wasser. So, Mann. Bong. Hey, da kriege ich viel Erfahrung durch die jetzt. Ey. Bam, bam, bam. Bong. Alter. So, wir haben schon wieder 4 Punkte. Wie viel braucht denn noch die Form? Die sind ja jetzt alle wieder auf Max. 266 Drive. 666 XP. Gruselig. Kommen hier noch Gegner? Natürlich. Oh, na gerade. Gerade wo ich es nicht brauche, heilst du mich. Du bist ja echt eine gemeine Nulpe. Ey. 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 Nee. Gib her. Pyro-Kristall. Ich kann nichts sehen, aber ich zerstöre ihn trotzdem. Schuh. Greift das System immer noch an? Nee, das greift uns, glaube ich, nur an, wenn wirklich Kämpfe sind. Okay, ich glaube, wir haben das Schlüsselschwert jetzt oft genug gesehen. Ich will es jetzt wieder wechseln. Es ist Pupu. Zumindest fürs Kämpfen. Ich nehme wieder St. Kirby. St. Kirby. So, haben wir hier mittlerweile irgendwas Besseres? Ja, das haben wir in der Tat. Okay. Die Wunderklinge. So. Was war da eben? Lunastein. Lunastein. Ein Stein reich gefüllt mit Helligkeit. Na dann. So, ich würde mal sagen, ich beende hier den Part. Zup. Und im nächsten Part werden wir dann Leon einen Besuch abstatten im Computerraum und gucken mal, was jetzt wieder für Scheiße am Dampfen ist, meine lieben Freunde. Bis dahin. Tschüsselchen.